Tannenbäumchen draußen tief im Wald.
kann schweigen wie die Fische, das ist keine Frage. Doch was ist das für eine heiße Spur? Ein Traum nur, denn der Weihnachtsmann ist doch nicht dumm. Nein, Papa, du kannst es glauben, denn in unserem Hausflur stehen auch noch so alte Stiefel rum. Vielleicht hat die Mutti ihn schon mal hergeholt, dass er weiß, wo unsere Mandy wohnt. Merken schon recht bald. Kling so laut du klingen kannst. Kling.
4 Stunden lauf ich nun schon durch den Wald und ich gönn mir nicht mal einen kurzen Halt. Es Weihnachten naht und die Zeit wird knapp und ich, alter Mann, bin schon ganz schön schlapp. So ein Weihnachtsmann, der hat es schwer, halt Tag und Nacht zu tun, denn die Kinder warten schon auf ihn. So ein Weihnachtsmann, der hat es schwer, er kann sich nicht ausruhen, er muss seinen großen Schritt. Der Weg ist noch weit und tief ist der Schnee und vom Laufen tun mir die Füße weh. Die Finger sind klamm und die Stiefel schwer. Mein Verpflegungsbeutel ist auch so leer. So ein Weihnachtsmann, der hat es schwer, hat Tag und Nacht zu tun, denn die Kinder warten schon auf ihn. So ein Weihnachtsmann, der hat es schwer, er kann sich nicht ausruhen. Seinen großen Schlitten ziehen. Oh je, oh je. Die Eule, die schreit und die Nacht bricht an. Immer dunkler wird es im tiefen Tann. Doch dort, ja, dort vorn, da ist Licht zu sehen. Ich hab's gleich geschafft. Oh Gott, ist das schön. So ein Weihnachtsmann, der hat es schwer, Tag und Nacht zu tun. Denn die Kinder warten schon auf ihn. Er muss seinen großen Schlitten ziehen.